Donkey Kong ist angekommen in der ersten Welt Tropentrubel. Wir haben auch so gleich mal Diddy Kong befreit und mit dem können wir jetzt auch noch ein bisschen hier rumdancen. Wir werden uns da schon noch ausrüsten, aber zunächst gucken wir uns weiter um, gehen hier nach oben, denn wir haben von Cranky einen neuen Trank erhalten. Mit dem können wir die DK-Platten benutzen und das machen wir gleich zum ersten Mal. Ja, die Donkey Kong-Platten, also die Platten je nach Kong unterscheiden sich nach höchst eigenständiger Fähigkeit. Es begibt sich, dass DK... Was? Die Bananen wurden nicht eingesammelt? Schlimm. Nur Donkey kann diese... Was? diese himmlischen Areale betreten. Ja, das war mal voll der Fail. In Ordnung, in Ordnung. Ich werde mich drum kümmern, ich werde mich bessern. Nee, in späteren Welten ist es echt heftig. Deswegen darf ich jetzt hier nicht schon versagen. Hey, man kommt rein. Man kommt rein in das Spiel. Das ist ja... Das ist doch dran. What the... Hat man erzählt. Die typischen Kanonenfass-Schießereien, die mussten in irgendeiner Form natürlich auch in 3D wieder rein. So, gib den Schinken. Super! Also Donkey Kong kann 4 goldene Bananen finden und eine, das wissen wir, gibt es ja von Snide. Der sucht die Blaupausen, das heißt, wir haben alle Aufgaben bis auf Snide. Und ich werde auch immer die Blaupausen bis zum Schluss einsammeln, nicht immer einlösen. Deswegen, für uns heißt 4 pro Kong pro Welt ist erstmal alles. So, hier gibt es den Kasplaten. Für Donkey Kong erkennt man an den... Ja, eigentlich sind es ja gelbe Haare, aber blond würde zu einer Haarfarbe als Beschreibung besser passen, nicht wahr? Die lassen sich nach einer Zeit ruhig besiegen. So, und hier hinten gibt es nichts mehr. Ich kann es euch nochmal zeigen, aber glaubt's mir. Ja, gut, den Kasplaten für Tiny müsste das sein. Und hier hinten ist eine Feder. Federschalter. Ja. Federn, das sind die Waffen von Tiny. Die haben wir ja noch nicht befreit. Ja. Und sobald Kasplaten quasi leer sind und keine Blaupausen mehr haben, haben sie graue Haare. Mensch, sind sie grau geworden. So, jetzt muss aber wirklich mal Diddy ran. Mit Donkey haben wir alles getan, was es soweit zu tun gibt. Unser kleiner Schimpanse. Seine Zeit ist gekommen. Wichtig ist, dass er Geld hat. Und ich glaube, das war der Witz. Im Wasser ist Geld. Das habe ich schon im letzten Part gesucht und nicht gefunden. Da, jede Menge Kohle für Diddy Kong. Wuhu! Ja, Diddy, der hatte schon einige Spiele. Also Diddys Kong Quest natürlich und... Und er war eigentlich der Kong, der an den meisten... Ja, der die meisten Donkey Kong Country Auftritte hatte, ne? Er hat nur in Teil 3 gefehlt. Ah, guck hier. Bananenstauden geben immer 5. So. Wir wissen ja auch, wo sein Kasplat ist, deswegen direkt hin da. Ja, Diddy Kong Racing hat er gehabt und, und. Jede Menge rotes Zeug. Die Kasplaten, die verändern sich nie. Sind in der ersten Welt genauso gefährlich oder ungefährlich wie in der letzten. Man muss sie nur finden. Irgendwie ein bisschen lästig fast schon, aber na gut, bringt Abwechslung rein. So, ach, die Welt werden wir sowieso nochmal... genau unter die Lupe nehmen. Sehr schön. Hier links ist ein Tor. Ich frage mich, wessen Bananen da liegen. Diddy. Bloß nicht runterfallen hier. Wir gucken. Es sind Donkey Kongs Bananen. Naja, gehen wir einfach mal rein und gucken, wer sich dahinter verbirgt. Guten Tag, Diddy. Wir helfen dir gern weiter, aber es gibt da ein Problem. Ich kann den Schlüssel über meinen Kopf nicht erreichen, weil ich zu viel gegessen habe. Ich schätze, dass mein Kumpel Scoff da drüben mein kleines Gewichtsproblem ausgleichen könnte, wenn du etwas Leckeres für ihn hättest. Du hast diese köstlichen Bananen? Dann stell dich auf deine Platte und lass uns mal machen. Yo, ganz genau. Da zählen alle Bananen. Aber ich benutze diese Türen halt immer gerne, um die Kongs zu wechseln, denn... Das ist gleichzeitig dann auch irgendwo ein Tauschfass. Deswegen will ich die Bananen nur ganz kurz einkassieren und schon kann es für Diddy weitergehen. Die wollen ja nur 60, die könnten wir eigentlich jetzt schon bezahlen und zum Boss reinjumpen. Allerdings, ja, ich will ja die 100% finden. Wenngleich das noch nicht ganz geht. Die 100%. Wow, geil erledigt.
Wir sind auch noch Donkey. Darf ich nicht vergessen. Da oben, das ist, glaube ich, Erdnuss. Ne, das ist Erdnuss. Aber du kommst da noch nicht hin, ne? Er kommt da noch nicht hin. Der Witz ist, Diddy muss das aufmachen. Aber das reicht auch, wenn er es ein andermal macht, glaube ich. Ja, ja. Und Lanky Kong wird das später mit einem späteren Move erreichen können. Ja, da oben auch. Seht ihr mal an. Er muss erstmal hier sich umschauen. Das ist halt ein Sammelspiel. Es ist ein Sammelspiel. Und weil es wirklich so abartig viel ist, ist nicht alles bravourös versteckt, sondern einfach nur krass verteilt. Aber es macht mir einfach Spaß. Und da stehe ich nicht allein mit dieser Meinung da, nein. Ich finde auch, dass die Donkey Kong Spiele, wenn man jetzt mal auf Country und 64 speziell darüber redet, die Qualität ist so gleich. Es sind so unterschiedliche Spiele. Ah, gehen wir direkt mal nach oben. Aber ich finde Donkey Kong Country 1, 2, 3... Tropical Freeze, Returns und 64, die nehmen sich vom Spielspaß nicht viel. Also beide, alles auf höchstem Niveau. Das auf jeden Fall. Also, ich habe meine Waffe ja noch gar nicht. Mensch, Schlafsäbel. Ich habe jetzt genug Münzen, um alle bezahlen zu können. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zu Funky und Cranky Kong. So, das habe ich noch gesehen. Warte mal, hier ist noch eine letzte Palme. Reg dich nicht so auf. Okay. Wir sind schon mal 15 Bananen. Batsch. Autsch. 20 Bananen für Donkey Kong. Das sind eigentlich alle. Macht nichts. Dann ist mir zu cranky. Ist mir ohnehin lieber, weil wir wollen uns erstmal da vorne dann umschauen. Herrlichst. Es läuft. Ich habe das Spiel so vermisst. Ich habe einen weiteren Trank im Angebot, Diddy. Für nur 3 Münzen gehört er dir. Du Flöte wirst ohne ihn nichts erreichen, also zahle lieber. Gib mal her. Wow. Tschubom. Der hat genug getrunken. Schimmschuhrempler. Nun hast du offen starke Schultern. Halte Z gedrückt und drücke B. Eigentlich zu schade für dich, Diddy. Was soll das denn heißen? Mehr gibt's nicht, wir sehen uns im nächsten Level. Der dissende Cranky. War hier nicht noch irgendwas? War hier ein Diddy-Schalter? Nee. Wollen wir direkt sehen, Lanky? Wow, wow, wow. Hättest du gern. Bieber Attack. Sind kleine Knordis. Aha. Ich glaube, der ist bei Snide. Also der Schalter ist hier, aber das Tor und... Nee, bei Funky. Ja, trifft sich, trifft sich. So kann man das perfekt kombinieren. Aber das müsste jetzt auf Zeit sein und benutzt auf jeden Fall den Banana Porter. Spart Zeit. Auch wenn es weiterläuft und so. Egal. Hey, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, ne? Das Zeitlimit. Wir sind ja auch noch in der ersten Welt. Wollen wir nicht unterschlagen. Blödsinn musst du trotzdem nicht machen. Ah, das ist jetzt blöd, weil auf meinem Controller ist ja jetzt ein C-Stick statt C-Knöpfe, wie auf dem Original. Viele von euch wissen ja, dass ich Donkey Kong 64 auch schon mal Let's Played habe. Es hat sich im ersten Part so ein bisschen angehört, als wäre es das erste Mal, aber nein, nein, nein. 2011 habe ich Let's Played, aber mit 360p-Quali. Und jetzt ist das Ganze auf dem Maximum, bringt aber dennoch den einen oder anderen Fehler mit sich, würde ich sagen. Ihr wisst, was ich meine. Dennoch kann sich sehen lassen, glaube ich. Wie wär's hier, man? Gib mir 3 Münzen und du kannst Carol's Triple mit diesem Shooter ordentlich aufmöbeln. Peanut-Pistolen. Wichtig sind halt von Funky erstmal die Waffen zu kaufen für jeden Kong. Steht dir gut, Diddy. Ich gebe dir eine kurze Einweisung. Willst du den Shooter rausholen oder wegstecken? Halte Z und drücke C links. Drücke B, um zu feuern. Mit C oben schaust du durch das Visier. Sollte dir mal die Munition ausgehen, bring ich den Vorrat auf Vordermann. Das war's, Diddy. Ich bastle jetzt an der nächsten großen Sache. Nice. Ja gut,
Wo können wir denn... Ich wollte vorhin schon den Schalter aufschließen für Lankys Mission irgendwann später mal. Dabei hatte ich noch gar keine Waffen. Ich denke mal, es ist clever, erstmal hier reinzugehen. Reinzugehen? Wie meint er das denn? Ja, klare Angelegenheit. Schon wieder so eine Art Spiralberg. Mensch. Überall gibt's die. Rare hat einfach so ein Fable dafür. Auch wenn kein Timer läuft, ist das Ganze zeitlich beschränkt. Macht aber nichts. Wir wollen gar nicht ganz oben hin, sondern hier rein. Oh ja. Eine merkwürdige, eine Mine irgendwie. Das ist quasi ein Diddy-exklusiver Bereich, deswegen schauen wir uns ganz VIP-mäßig um. Nee. Age, sag mal. Ey und Ouch gemischt. Ich wollte hier vorne gucken, aber da komme ich eh nicht hoch, ne? Anderweitig komme ich hoch. Sag mal, dass die Gegner mich so ärgern bislang. Hier kommt man hoch, warte mal. Alter. Da kommt man hoch. Hat man jetzt nicht viel davon, aber ist so. Ich könnte die auch einfach ausschalten. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Ey, was zu... Zinger sind Gewinner. Zinger sind der Bringer. So. Die auch leider mit ihrem letzten Auftritt, ne? Zinger nie wieder gesehen. Oder? Bestimmt irgendwo ein Donkey Konga, ich glaube schon. So. Ey, meine wertvollen Erdnüsse. Manchmal zählt's, manchmal nicht. Okay, da erscheint das Brett. Voll fett, das Brett. Seht ihr, ich hatte es noch so im Hinterkopf. Bum, batz, bum, batz. Sehr gut. Was bewirkt das? Irgendwas draußen, ne? Ah, die goldene Banane erscheint. Finde ich ganz dufte, knorke. Schön. Süß. Alter, wir sollten uns die Biber zunutze machen und die Energie wieder auffüllen. Nicht, dass es noch peinlich endet hier. Aber den nächsten Raum, besonders lang ist es hier ja sowieso nicht, ist so ein kleines Örtchen. Bum, bum, batz, bum, batz. Ich glaube, das machen wir auf mit unserem Schimmschuh-Rempler. Den besiegen wir mit Orangengranaten. Salutiere! Nice. High, low. Wobei das auch zeitlich beschränkt ist. Macht gar keinen Sinn jetzt schon. Ja, ja. Das hält nicht ewig an. Alles zu seiner Zeit. Darf ich noch ganz kurz rein, ja? Oh, oh, oh. Die schießen sich noch gegenseitig ab. Das zählt hingegen nicht. Leider, leider. War fast ein stylischer Treffer. Sehr nice. Ja, die abzuschießen bringt herzlich wenig. Bitte. Schmeckt ihnen nicht, aber es macht ihnen auch nichts. Ich muss die aber nicht besiegen. Das ist jetzt die Frage, jetzt haben wir nicht mehr genug Zeit, ne? Es steht noch auf grün, die Bänder sind langsam, aber wenn sie erstmal wieder schnell sind, kann sich die warmer anziehen. Ja, die werden jetzt umgesprungen. Da sind Kristallkokosnüsse. Das ist so ein kleines Mysterium, weil Kristallkokosnüsse gab es erst in der TV-Serie Donkey Kong Country und kamen dann in die Videospiele. Hör zu, Diddy, sammle 50 Münzen bei dieser erholsamen Fahrt, um eine goldene Banane zu bekommen. Benutze den Control-Stick, um zu beschleunigen, abzubremsen oder nach links und rechts zu greifen. Drücke Arm zu springen, Vorsicht vor den anderen Loren und den TNT-Ladungen. Ist in Ordnung. Ja, Lorenfahrten wird es auch einige geben. Hallo, Klubber. Wow, was zum... Nein! Alter. Ich habe gedacht, er darf an mir vorbeidüsen, aber bringt's nicht wirklich. 50 Münzen auf einer erholsamen Fahrt. Warum denn auch nicht? Da kommt... hat irgendwie nicht gezählt, die Flammen. Also nicht nur einfach hinter sich bringen,
und auch im Einkassieren. Eigentlich eine sehr nette und kluge Idee. Hier bremsen oder Gas geben, das geht auch. Ich bevorzuge die langsame Variante. Auch das bringt viel, viele Coins. Was zum... Nee. Also immer den Control-Zicker hinten ziehen, ne? Glaube ich los früher hier, Freunde. Ich hab die 15. Man darf auch nicht zu langsam sein. Wie ihr gerade merkt. Nee, weil bald die ganze Zeit. Da kommt das TNT fast hinter einem her. So, 50 voll dürfen wir uns halt nicht mal groß erwischen lassen. Wäre halt jetzt ungünstig, ne? Schade, Marmelade wäre das. Okay. 60. Ach, das ist ja doch gar nicht so. Ich dachte, das wäre knapper bemessen, die Angelegenheit, aber nope. Nee, den Schalter nicht, den Hebel nicht aktivieren, da rechts wäre nichts gewesen. Jetzt, auch nicht. Ach, 50. Locker. Geh doch 80. Prima Fahrt, was? Du hast eine Banane gewonnen. Kann sich sehen lassen. Vielen Dank dafür, Scroxy Boy. Unser siebtes goldenes Banane. Und wir finden uns hier unten wieder. Ich frag mich, wo Didi jetzt noch lang muss. Ah, es gab weiter vorne noch Abenteuer. Gehen wir da am besten hin. Chup, 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 chup. Da war noch Erdnussschalter. Ganz genau, da wollen wir unbedingt noch hin. Wobei ich das immer zum Schluss gemacht habe. Es gibt noch Rätsel zu entdecken und zu lösen. Das darf ich nicht vergessen, aber das kommt zum Schluss, was ich da angepeilt und anvisiert habe. Dann lass mal ganz kurz überlegen. Ganz da oben. Ach, Moment, ich muss die Banane abholen. Na, Menschenskinder. Also, wir haben die beiden Blaupausen. Eigentlich sind wir schon fast fertig, wäre zu viel gesagt, ne? Aber wir haben einen guten Job bis hierhin gemacht. Meine Erinnerung ist wirklich nicht mehr so stark und gut, wie ich dachte, ey. Wir haben zu viele Let's Plays gehabt. In all den Jahren. Ich wusste es immer so perfekt auswendig, zumindest in der ersten Welt, wo sich das alles befindet. Und irgendwie ist die Erinnerung verblasst. Aber macht nichts. Also, ich weiß noch genug. Wenn ich den Rest mit euch zusammen neu entdecke, ist ja auch nice. Naja, das sind diese kleinen Details. Dafür weiß ich jetzt irgendwelche Puzzlestücke in Returns und habe dafür einzelne Banane DK64 vergessen. Das Gehirn arbeitet ja wirklich so. So. Schön, warte. Didi muss noch... Darf das nicht vergessen. Ja, mit der Aussicht können wir erstmal beenden. Wir sehen uns wieder im nächsten Part, also nicht verpassen. Daumen hoch, bis dann und ciao.